Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Yvonne und ich freue mich sehr, dass du hier bist. Heute gibt es eine neue Folge aus der Reihe Die Frage des Monats und es ist ja jetzt schon November. Ich habe, glaube ich, schon wieder zwischendurch 2 Monate ausgelassen, aber das macht ja nichts. Es muss ja nicht immer zu 100% alles so korrekt sein, sondern man soll die Formate ja auch produzieren, wie sie einem gut tun und wie sie auch sinnvolle Fragen generieren. Und meine Frage an euch ist heute sogar eine recht spezielle. Und ich bin wirklich extrem gespannt, wie eure Reaktionen darauf sind und ja, ob es überhaupt Reaktionen darauf gibt. Denn es ist gar nicht so eine einfache Frage, denn man outet sich da sehr stark mit seiner Meinung und vielleicht auch ja, mit etwas, was man in der Vergangenheit getan hat. Und ja, ich bin nicht sicher, ob jeder von euch das möchte. Aber eben, worum geht's? Wie ihr wisst, Online-Coachings jedweder Art zu jedem Thema schießen ja wie Pilze aus dem Boden. Und also sei es jetzt Mentorings, Intensivprogramme oder ganz normale Webinarprogramme. Also ich will da jetzt gar nichts aus- oder einschließen, sondern einfach das Gesamtverständnis von eben wirklich den Programmen, die so online alle angeboten werden. Natürlich könnte man da jetzt auch noch die personifizierten Angebote oder beziehungsweise die Face-to-Face-Angebote mit reinnehmen, also wo man nur auf persönlicher Ebene miteinander arbeitet. Die lasse ich jetzt aber mal bewusst raus. Mir geht es mehr darum, ja, eben um diese Online-Angebote. Und zwar ist meine Frage des Monats: Bist du immer ehrlich, wenn es um Testimonials geht? Und zwar beiderseitig. Erstens aus der Rolle desjenigen, der eben Testimonials bekommt für die Programme, die er halt rausgibt, also für die Angebote. Also das ist nun die eine Perspektive und die andere Perspektive ist eben die des Teilnehmenden oder der Teilnehmenden. Das heißt also, bist du jemand, der Gefälligkeitstestimonials gibt, weil du dich dann auch nicht traust, wirklich die Wahrheit zu sagen oder weil du der Person wie dich schaden möchtest oder sonst irgendwas. Weil für mich ist irgendwie so ein bisschen seltsam, muss ich ganz ehrlich sagen, dass wir haben eine Flut natürlich von neuen eben Coaches auf dem Markt, neuen Programmen auf dem Markt und man sieht nie oder hört nie irgendwo negative Testimonials. Also negativ meine ich jetzt noch nicht mal vernichtende Kritiken, so mit kannst du vergessen das Programm oder so, darum geht es mir gar nicht, aber kritische Stimmen. Und das heißt also wirklich Leute, die sagen, ich habe das und das Programm von der und der Person gemacht und das fand ich gut und das fand ich wirklich weniger gut. Egal wo ich reinschaue, was ich lese, was ich höre, es sind immer Lobpreisungen. Ne? Alles ist fantastisch und super und toll. Und ich frage mich ganz ehrlich, kann das eigentlich wirklich sein? Und wenn nein, woran liegt das? Ja, ich weiß, es ist auch so eine psychologische Geschichte, wo es dann immer heißt, also finde immer das Gute und erwähne nur das Gute und sag nichts, eben, was nicht nötig ist. Und ne, also auch diese Filter, ist das, ne, die man ja kennt, wo man sagt, also dass man eben niemandem irgendwie was Schlechtes oder Böses sagen soll. Aber ich finde eben gerade bei Testimonials sind sie nicht für kritisches Feedback auch gedacht. Ich meine, du als derjenige, der Content produziert, bist ja auch wirklich auf ehrliches Feedback angewiesen. Ne? Weil selbst wenn du dann super positive Testimonials in Anführungsstrichen bekommst und die auch dann postest, es spricht sich ja dann hintenrum normalerweise dann doch herum, dass das Programm vielleicht eben nicht so toll ist. Ne? Also du hast dann vielleicht ganz viele Einmalkäufer von einzelnen Sachen, aber die bleiben ja gar nicht, ne? Weil sie dann hinterher sagen, ja, da habe ich mir was anderes drunter vorgestellt, komisch. Und das waren alles irgendwie so komische, positive Testimonials und Rezensionen und irgendwie war das, vielleicht liegt es auch an mir, ne? Dann suchen die Leute natürlich auch immer gerne die Schuld bei sich, sage ich jetzt mal. Ne? Aber eben, ich würde das wirklich gerne mal mit euch diskutieren. Das heißt also wirklich eure Meinung dazu abholen, wie seht ihr das? Ne? Also wie gesagt, wenn du jemand bist, der Programme rausgibt, veröffentlichst du auch mal kritisches Feedback.
Also einfach um zu zeigen, vielen Dank, da habe ich echt Feedback bekommen, wo ich mich verbessern kann und herzlichen Dank dafür. Also nutzt du das wirklich auch, machst das öffentlich oder eben sagst du, ich veröffentliche nur die positiven Testimonials und auch nur die sind mir wichtig. Und eben auf der anderen Seite, wenn du halt an solchen Programmen teilgenommen hast, jedweder Art, nach dem Motto, wie war denn das? Also als du gefragt worden bist, ein Testimonial abzugeben und du fandest vielleicht das Programm gar nicht so toll, wie du gedacht hast, sagst du das ganz ehrlich? Sagst du dann entweder lieber nichts oder eben pickst du dir nur das Gute raus und eben dann kommen diese also überschwänglich guten Bewertungen überall raus. Also ich würde es wirklich gerne einfach mal von euch wissen. Gut, also das war meine Frage quasi des Monats und ja, ich bin echt gespannt, ob ich Feedback dazu bekomme, also vielleicht noch am Schluss eben meine eigene Meinung dazu, also ich habe ja jetzt in dem Sinne noch keine Programme draußen, aber für Sachen, die ich mache, lasse ich mir regelmäßig Feedback geben, in jedem Umfeld, mir ist das extrem wichtig und ich sage eben auch bewusst immer, was hat dir besonders gut gefallen und wo kann ich mich optimieren oder wo kann das Programm optimiert werden, weil das ist mega wichtig, weil nur, wenn ich auch wirklich ehrlich Kritik bekomme an Sachen, die ich mache und Feedback in dem Sinne ist ja nicht nach dem Motto, ich muss alles das umsetzen, was die Person nicht gut gefunden hat, aber es ist Food for Thought, wie es so schön heißt. Ich kann damit was machen, ich kann schauen, okay, was die Person jetzt gesagt hat, ist das denn ein Punkt, oh, da habe ich wirklich nicht das transportiert, was ich eigentlich transportieren wollte, das heißt, da möchte ich wirklich dran arbeiten, dass das entsprechend auch rüberkommt oder ist das was, wo ich sage, ja, okay, also das Point taken, aber das ist mir auch nicht so wichtig oder das ist ein Punkt, ja, das ist jetzt sehr, sehr individuell, da habe ich auch noch von keinem anderen Feedback zu bekommen, dann lasse ich das einfach auch so stehen, wie es jetzt ist. Also ich arbeite wirklich mit dem Feedback, das ist mir extrem wichtig und ich selber gebe auch ehrliches Feedback. Also ich bin niemand, der eben diese Lobhudeleien und nach dem Motto bloß dem anderen nicht wehtun. Was mir wichtig ist, es muss halt konstruktiv sein. Man soll auch immer natürlich mit positivem Feedback beginnen. Also was hat mir wirklich gut gefallen? Aber man darf auch sagen, und der Stelle hätte ich mir gewünscht, das. Also man kann ja wirklich, oder für mich persönlich war das und das nicht optimal. Also man kann es ja auch durchaus wirklich wertschätzend formulieren. Man soll es auch wertschätzend formulieren. Aber mit der Meinung quasi hinter dem Berg zu halten und dann einfach nur dieses mega Positive da rauszuhauen, ich weiß nicht, ob das wirklich Sinn macht. Aber das ist eben meine persönliche Meinung. Und deshalb bin ich extrem gespannt, was ihr dazu sagt. Also, das war's von der Frage des Monats. Bis bald, eure Yvonne.